Hey Leute, heute machen wir ein Video über Tiere fangen und zwar mit Netzen in Genshin Impact, die ihr dann in eurer Teekanne aufstellen könnt. Und zwar gibt es in Inazuma hier so ein Hundehaus-Symbol mit der Entwicklerin Wakamurasaki. Und die könnt ihr halt anklicken und die verkauft euch halt Netze. Ihr könnt jede Woche 5 Stück kaufen, also das ist wirklich ein wöchentlicher Reset. Und die Netze sind so eine Art Hilfsmittel, die ihr ausrüsten könnt. Also hier, ihr seht sie beim Schatzkompass und so weiter, könnt ihr das Hilfsmittel reingehen, geht auf die Netze, wechselt. Dann müsst ihr die aktivieren mit der Hilfsmitteltaste und habt die auf eurer Elementarfähigkeit und könnt die sozusagen auf Tiere werfen. Und ihr verbraucht keins, wenn ihr daneben trefft, wie ihr seht. Also ich behalte meine 26 Stück hier gerade. Aber wenn ihr jetzt die auf einen Fuchs zum Beispiel werfen würdet oder eine Katze, dann würdet ihr die halt im Endeffekt fangen. Ich glaube, das funktioniert auch mit denen hier. Lass mal kurz checken. Ja. Diesmal fliegst du nicht weg. Elektrokristallschmetterling gefangen. Gibt sogar eine Errungenschaft. Fange einen Kristallschmetterling mit dem Hilfsmittel Netz der Omniubiquität. Bob. Errungenschaft erhalten. Woher weiß ich jetzt, welche Lebewesen ich damit fangen kann? Hier geht aufs Handbuch, auf Lebewesen. Geht hier auf das Lebewesen-Ding und ihr seht, hier sind welche mit einem Netz. Also ihr könnt zum Beispiel weiße Tauben fangen, ihr diese anderen, also alle möglichen Arten von Tauben. Ihr könnt Finken fangen, die sind ganz cool. Ihr könnt hier diese Vögel und Krähen aus Inazuma fangen. Ihr könnt die Füchse aus dem Drachengrat fangen, die Kitsune aus Inazuma. Ihr könnt sogar Eichhörnchen damit in eure Teekanne packen, einen Schneeeber. Also richtig viel, auch die cuten weißen Katzen mit den blauen Augen. Ihr könnt die Marder fangen. Ihr könnt die Kristallschmetterlinge in jeglicher Form fangen. Ihr könnt damit sogar die Lorche fangen. Krabben, Frösche und Echsen und sogar Unagi. Also wirklich alles. Alles, was es da gibt. Könnt ihr fangen, ist also wo so ein Netz dran ist, ne? Immer auf das Netz achten, also, und dann geht ihr da hin und werft das einfach auf die drauf. Wir suchen uns mal ein zweites Beispiel. Ich will sowieso ein paar mehr Kristallschmetterlinge haben. Gehen wir mal auf die zweite Insel, fangen uns noch ein paar Kristallschmetterlinge. Ich würde gerne 4 Stück von jedem haben. Das dauert natürlich ein paar Wochen dementsprechend. Ich sag mal, mit 4 Stück habe ich wenigstens ein bisschen Auswahl, um meine Kreativität auszutoben. Ich habe lieber immer ein bisschen mehr für die Kanne als zu wenig. Next on the agenda. Aber da kann jeder selber entscheiden, welche er da gerne hat, sag ich mal. So, wir müssen es wieder ausrüsten. Und die fliegen aber halt auch alle weg, wie ihr seht. Dementsprechend muss man dann immer warten, bis das wieder einigermaßen resettet ist oder den Ort wechseln. Ich meine, nur weil ihr da ein Netz werft, heißt das nicht, dass ihr die nicht einfach alle aufscheucht. Mal gucken, ob die anderen wieder da sind. Auf jeden Fall ist das harte Arbeit. Aber ihr müsst es halt nur 5-mal die Woche machen. Man muss auch erstmal alle Spots kennen. So, haben wir den noch. Wenn ihr, wie ich übrigens, auf diese Saphirkatzen steht, also die mit den weißen Fell und den blauen Augen, da kann ich euch kurz die Spots zeigen. Die eine kann hier auf dem Dach drauf sitzen, das ist mitten in Inazuma hier beim Teleporter. Dann gibt es eine oben beim Castle. Way behind schedule.
Die sitzt hier in der Ecke am Stein. Genau davor, das ist eine da. Und die dritte, die ich kenne, die ist in Liue tatsächlich. Und zwar beim Bestattungsunternehmen davor. Zeige ich euch auch nochmal kurz. Hier könntet ihr auch Tauben fangen. Aber ich bin halt so ein großer Fan von den Katzen, deshalb zeige ich euch die kurz. Die sitzt genau da vorne rum. Ihr seht sie hier rumsitzen, da. Das ist hier. Habe ich euch die noch kurz gezeigt. Und dann hole ich mir kurz meinen Kristallschmetterling, den letzten. Und ich denke, an dem Punkt, wo wir gerade sind, hat man es verstanden. Also man muss es nach dem Teleport immer wieder aktivieren, damit man auf dem Netz ist. Sonst hat man erstmal die Elementarfähigkeit. Man geht halt hin. Nichts unbedingt zu nah, weil dann laufen die weg. Und ihr visiert's an. Lasst es los. Also es ist im Endeffekt die Elementarfähigkeit gedrückt halt. Ne? Also ich halte die Elementarfähigkeit gedrückt, um zu fangen. Also damit könnt ihr dann halt wirklich euch ein bisschen Zeit lassen. Ihr habt keinen Stress mit dem Aim, solange ihr die Elementarfähigkeitstaste gedrückt haltet. Und wenn ihr daneben trefft, wie gesagt, keine Panik. Die Netzanzahl geht nur runter, wenn ihr auch wirklich was fangt. Also scheut euch dann nicht, auch mal daneben zu werfen. Wenn ihr halt mal zu nah rangegangen seid. Jo, und das war's dann mit dem heutigen Video über die Netze und Tiere fangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact haben wollt, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und sag mal, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.